St. Peter-Ording und die Halbinsel Eiderstedt. Sie lassen uns nicht mehr los. Wir sind zum dritten Male hier. In einem modernen und sauberen Ferienhaus. Es ist sehr angenehm. Wir fühlen uns rundum wohl. Ja, inzwischen sind wir dort zu Hause. Auf dem höchsten Punkt in St. Peter-Ording auf der Düne ein neu erbauter Aussichtsturm mit dem Namen Marleens Knoll. Dazu ist seit vielen Jahrhunderten eine wundervolle Erzählung bekannt. Vor etlichen Zeiten saß Marleen, ein junges Mädchen, das einem Seemann versprochen war, auf der höchsten Düne von St. Peter vor ihrem Spinnrad. Ihr Verlobter war zur See gefahren, um in der Fremde sein Glück zu machen. Marleen hatte versprochen, auf ihn zu warten und ging jeden Tag zur höchsten Düne, um Ausschau zu halten. Sie nahm ihr Spinnrad mit, um die Zeit zu nutzen. Sie wartete viele Tage, und wenn die Dunkelheit hereinbrach, zündete sie eine Laterne an, die auch nachts ihrem Verlobten den Weg zeigen sollte. Jahre vergingen, aber er kam nicht zurück. Man hatte sich an die Lampe auf der Düne gewöhnt. Eines Tages erschraken die Bürger von St. Peter und Ording, denn es brannte kein Licht auf der Düne. Sie gingen hin und sahen Marleen tot an ihrem Spinnrad sitzen. Viele Wochen später fand man einen toten Seemann am Strand. Er trug den gleichen Ring wie Marleen. Trotz der geringen Wassertemperatur mit den Neoprenanzügen Spaß auch in der kalten Jahreszeit. Mancher hat nach kurzer Zeit allerdings die Nase davon voll. Auch das macht Spaß. Kneipen im seichten Wasser mit anschließendem lauwarmen Fußbad. Thank you.
immer wieder einen neuen Teil des kilometerlangen Sandstrandes erkunden, ist eine herrliche und gesunde Beschäftigung. Die Nikolaikirche in St. Peter-Ording ist unter den Eiderstädter Kirchen eher eine junge Kirche. Die Kirchengemeinde musste in den vergangenen Jahrhunderten mehrmals die Kirche an anderer Stelle wieder neu aufbauen, weil die jeweils alte Kirche durch Wanderdünen begraben worden war. Die zu den Zugvögeln zählenden Nonnengänse machen auf ihrer Reise zu den Brutgebieten in Grönland, auf Spitzbergen in Russland und Skandinavien Rast in der Nähe des Westerhever Leuchtturms. Sie fressen den Bauern teilweise die Wiesen kahl. Bei einem Bummel in Husum ist vom Dichter Theodor Storms grauer und nebeliger Heimatstadt nichts zu sehen. Farbenfrohe Häuserfassaden, ein blauer Himmel und fröhliche Menschen zaubern ein ganz besonderes Gefühl der nordischen Gemütlichkeit. Auf einem Sockel am Marktbrunnen steht in Holzschuhen die junge Fischersfrau Tine. Sie hieß mit bürgerlichen Namen Katharina Asmussen und vermachte ihr gesamtes Vermögen der Stadt Husum für soziale Zwecke. Durch den romantischen Schlossgang nähern wir uns dem Schloss. Es ist bald Frühling, man merkt es überall.
Das Schloss wurde von einem Herzog der Schleswig-Holstein-Gottorfsen-Dynastie zum Ende des 16. Jahrhunderts erbaut. Es wurde eine Residenz außerhalb der eigentlichen Stadt und wird heute von verschiedenen städtischen Einrichtungen wie zum Beispiel dem Berufsbildungswerk für Hörgeschädigte und Körperbehinderte benutzt. Es war ein Mann namens Ernst Dragset aus der Kreisstadt Appenrade, der 1815 das hiesige Gastwirtstöchterlein ehelichte und damit einen über 100-jährigen Familienbesitz unter seinem Namen begründete. Zu dieser Zeit bestand der Gasthof allerdings schon 235 Jahre als Ausspannwirtschaft für Bauern und Viehhändler aus Eiderstedt und Dithmarschen. Im Husumer Stadtarchiv ist er in einem Papier aus dem Jahre 1582 erstmals genannt. Das Restaurant Dragset ist heute eines der besten Lokale in Husum. Der österreichische Lyriker Erich Fried spricht vom Meer. Wenn man ans Meer kommt, soll man zu schweigen beginnen, bei den letzten Grashalmen soll man den Faden verlieren und den Salzschaum und das scharfe Zischen des Windes einatmen und ausatmen und wieder einatmen. Wenn man den Sand sägen hört und das Schlurfen der kleinen Steine in langen Wellen, soll man aufhören zu sollen und nichts mehr wollen. Wollen nur mehr, nur mehr. Wir besuchen das reizvolle Städtchen Tönning am Fluss Eider. Der einst so wichtige Hafen, von dem landwirtschaftliche Erzeugnisse und Vieh zu den westeuropäischen Häfen verschifft wurden, dient heute den Freizeitkapitänen. Das 1783 erbaute Packhaus diente früher der Stapelung von Gütern und Vieh und ist heute ein großartiges Ausstellungsgebäude, wo der bekannte Adventmarkt stattfindet. Heute gibt es in dem Haus den sehenswerten Ostereiermarkt. Über 50 Aussteller bieten außergewöhnliche und erlesene Kostbarkeiten auf zerbrechlicher, zarter Schale an.
Uralte Bräuche wie die Eiermalerei begannen schon im 13. Jahrhundert und leiteten damit den Frühling ein. Aus den seinerzeit nur bunt gefärbten Eiern entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte kunstvolle Malerei. Vielfältig wird das religiöse und kulturelle Brauchtum in Handarbeit auf zarter Schale gezeigt, wie die beliebte Hasenschule, Wachs- und Kratztechnik, ausgefräste und gelöcherte Eier, Scherenschnitte oder die große Vielfalt mit Blumen und Vogelarten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wir stehen am Tümlauer Koog. Durch Deichbau und Entwässerung wurde aus der See flaches Marschland gewonnen. Blickfang ist der Westerhever Leuchtturm in ca. 4 Kilometer Entfernung. Ein besonderes Erlebnis ist die lange und einsame Wanderung im Strandtal Nackhörn über den weichen und teilweise feuchten Sandboden. Voraussetzung dafür ist der Niedrigwasserstand der Nordsee. Bei auflaufender Flut würde hier das Wasser stehen, es wäre gefährlich.
Gott schuf das Meer, der Friese die Küste. Dieser stolze Spruch weist auf die gewaltige Arbeit der Küstenbewohner beim Bau der Deiche und Schutzeinrichtungen hin. Dünen sind windgeboren. Aus kleinen Sandhäufchen entwickelt sich im Widerspiel von Pflanze und Wind eine mächtige Düne. Das Wurzelwerk des Grases durchwuchert den immer wieder angewehten Sand und legt ihn fest. Das Meer, der Sand, die Sonne und der Wind sind unsere Urlaubsbegleiter bei erholsamen Nordseetagen.